Kino ein anderes Publikum erreicht und die Filme stärker mit unserem Alltag, mit unserem Leben verbunden sind. Wenn man ins Museum geht, kann man das nachher stärker von sich distanzieren und wir alle sind brutal beeinflusst von der Filmgeschichte. Und das war ein Wunsch, eine Geschichte zu erzählen mit meinem ganzen Team, dass die Menschen, die den Film potenziell sehen, wenn sie rausgehen, stärker mit ihrem Alltag, mit ihrem Leben verbinden können. Und wie Sie sagen, es ist nicht nur die Geschichte, die zählt, sondern die Art und Weise, wie auf die Objekte, wie auf die Schauspieler eingegangen wird, dass es ein Tanz ist zwischen der Kamera und den Objekten, dass es nicht dass die Kamera nicht ein höher gestellter Blick ist, sondern Subjekt und Objekt sich wie verschmilzt. Darf ich gerade auch noch Pierre Menel schnell aufstehen lassen? Das ist mein Kameramann. Und es war uns wichtig, dass der Blick auf die Welt eine Ehrfurcht vor dem Material zeigt, dass es wie eine Huldigung ist, Huldigung des Glückes. Es gibt sehr viele Filme, die sich auf negative Dinge konzentrieren, die ich großartige Kunstwerke finde. Ich liebe Filme, die auch den Abgrund und die Bösartigkeit von uns beleuchten. Aber das war ganz explizit unser Wunsch mit diesem Film, über unnötige Ängste nachzudenken. Weil so oft schränken wir uns ein und denken, was könnten die anderen von uns denken, die könnten uns auslachen. Und dieser Film sollte von der Geschichte her den Mut geben, nicht immer zuerst nur zu denken, was kann nicht klappen, sondern sich auf die Möglichkeiten freuen, was alles passieren kann, wenn wir über unseren eigenen Schatten springen. Ich bin sicher stark beeinflusst von den 60er Jahren, wo sich die Möglichkeit der Bewegungshorizont der Menschen vergrößert hat, wo sich die Geschlechterrollen aufgeweicht haben. Und man merkt, ich denke nicht, dass man in 40 Jahren so viel weiter ist. Das braucht sicher noch mehrere Generationen, bis die 60er Jahre die positiven Seiten aus dieser Zeit voll in unser Fleisch ausgelegt haben.